Willkommen zusammen zu einer neuen Folge von Die Landwirtschaft 2017. Wir fahren zurück zu unserem Hof, um dort den Grubber abzuholen. So. Also irgendwas stimmt mit unseren Spiegeln nicht. Was sehen wir da drin? Hä? Eingefroren. Nee, doch nicht. Doch, stimmt alles. Oder? Naja. Wie dem auch sei, wir holen jetzt unseren Grubber ab. Aber ist ein bisschen irritierend. Klärt sich alles auf. Vermutlich stimmt alles, aber irgendwie... Das ist so gezoomt. Das ist es, genau. Da vorne müssen wir hin. Da steht unser Grubber. Den holen wir ab. Bremsen wir einmal. Und dann grubbern wir das Feld nämlich schön. Zack. Und dann fahren wir zurück zum Feld und grubbern. Und Schweine werden wir uns auch bald kaufen. Und dann vielleicht auch Hühner und Kühe. Und was gibt's noch? Schafe, glaube ich, auch. Und dann kaufen wir uns irgendwann größere Maschinen und was es hier alles noch so gibt. Und dann sehen wir vielleicht auch, was es für lizenzierte Maschinen gibt. Vielleicht könnten wir noch... Fällt mir gerade mal auf. Ich glaube, wir machen gleich noch einen Abstecher zum Händler, weil mich interessiert, was es eigentlich so für Maschinen gibt. Das werde ich euch jetzt in dieser Folge mal zeigen. So, habe ich jetzt einfach mal den Entschluss gefasst. Obwohl man jetzt nicht so schnell fährt, das heißt, es könnte ein bisschen dauern, aber gut. Interessanterweise, also ich wusste schon länger, dass es diese Map-Überblendungen geben wird. Das hat ganz einfache Gründe. Also... In Unity, so habe ich mir sagen lassen, ist es wohl nicht so leicht, große Welten zu bauen. Das zerrt dann, oder das frisst viel Performance. Deswegen hat man sich für diese Lösung entschieden, also dass man viele kleine Maps hat. Ich dachte, das stört mich im Spiel, aber ehrlich gesagt, so schlimm finde ich es gar nicht. Also das fand ich bei Feuerwehr... 2014 gab es das ja, glaube ich, wesentlich schlimmer, weil man da mit Vollgas quasi dagegen gerasselt ist immer. Weil man da zum Einsatz fahren musste, aber hier fährt man sowieso so gemütlich. Das ist total egal. So, bevor ich jetzt hier pflüge... Fahren wir zum Händler und schauen uns mal an, was wir alles käuflich erstehen können. Ich habe noch gar keinen KI-Verkehr gesehen, fällt mir mal gerade auf. Muss den auch noch irgendwo aktivieren? Wo ist denn die Straße? Hier ist ein Pickup, das sieht doch schon ganz gut aus. Ja, wir fahren mal hier runter. Ach, da sind wir wieder auf der Straße. Kleine, nicht ganz sinnvolle Abkürzung, aber immerhin, es war eine Abkürzung. Ich hoffe, dass das jetzt richtig ist. Wir können ja mal kurz auf der Karte schauen. Dorf, Felder. Kalender, heute. Heute soll es sonnig werden, oder ist es sonnig? Okay. Ach, das ist doch schön hier mit einer Wassermühle. Das ist doch klasse, das ist doch idyllisch. Also, man hat sich schon Mühe gegeben. Aber dieses Gras hier zum Beispiel, das sieht mir irgendwie, das ist mir zu dunkel. Es hätte ein bisschen heller sein müssen, um ein bisschen frischer zu sein. Ist meine Meinung. Vielleicht habt ihr da eine andere Meinung. Vielleicht ist dieses Triste auch für den einen oder anderen ganz schön. Keine Ahnung. Aber es ist irgendwie nicht meins.
Also ich muss auch sagen, viel Gemecker gab es immer in dieser Grafik des Farmexperten 2016. Aber ich fand die gar nicht so schlecht. Es war eigentlich die Grafik, die ich mir so vorgestellt habe. Aber woher die Bilder haben? Haben die die selbst fotografiert oder? Das sind ja echte Bilder. Das sind ja nicht jetzt extra für die. Naja. So, mal gucken, ob der jetzt im Dorf ist oder nicht. Oh, das ist ja eine richtige Burg hier. Das ist richtig abgesichert. Ho, eine Stadtmauer. Schau sich das mal einer an, ne? Es scheint ein reiches Dorf zu sein, sonst hätten die ja so eine dicke Mauer nicht nötig. Aber es ist schön bewachsen. Das gefällt mir wieder. Ist das nur so eine Textur? Ist das so richtig? Ich muss das mal kurz erkunden. Ah, ist nur so. Weil in Obscuritas, einem anderen Spiel von VES Games, ist ja... Moment, wo fahre ich jetzt lang? Ich kenne das doch irgendwoher, dieses Dorf. War das nicht auch... Doch, das war auch ein Einsatz mal in Feuerwehr 2014. Das war ziemlich genau so dieses Dorf, nur dieses Haus in der Mitte stand da nicht. Dann hatte man da irgendeinen Einsatz. Ich weiß nicht mehr, was da brannte, aber es brannte irgendwas. Doch, da bin ich mir ziemlich sicher. Und hier, das ist noch aus dem Baumaschinen-Simulator. Mensch, man findet aber auch... Man findet ein Asset nach dem anderen. So, wo haben wir denn jetzt hier so einen schönen Shop? Da hinten ist Markt. Was können wir da machen? Scheiße. Wir wollten ja noch tanken. Nein. Können wir uns abschleppen lassen oder wie funktioniert das? So, hier kann man Kühe und Schafe kaufen. Wie dumm von mir. Ich hätte noch tanken müssen. Das habe ich irgendwie zwischen den Folgen vergessen. Okay, hier kann ich Sachen verkaufen. Das ist auch cool. Das gibt es, glaube ich, im Dings auch nicht, ne? Was ist hier? Mega cool mit so Hinterhöfen. Reifeisenhändler kannst du alles an Saatgut erwerben und ernten. Mega gut. Das finde ich schon gut, muss ich wieder sagen. Also es ist wirklich, ich bin echt unentschlossen. Viele YouTuber werden jetzt schon ihr Urteil gefällt haben, schon vor der ersten Folge. Ist alles scheiße oder ist das beste Spiel, was ich je gesehen habe, wobei letztere Möglichkeit eher unwahrscheinlich ist, aber so, das werden schon. Aber ich muss sagen, so schlimm ist es nicht. Also es hat durchaus positive Seiten. Das muss man auch einfach mal so erwähnen. Okay, das Händlermenü ist jetzt so schön nicht, aber naja. Genau, Lindner ist tatsächlich als Marke dabei. Rino kenne ich jetzt nicht, aber Eurutsch... Was ist das denn hier? Moment, da gab es noch ein... Ach, schade, ich... Die sehen schon lustig aus. So, was gibt's da für Drescher? Häcksler? Anhänger? Oh, da gibt's ein paar. Ich hoffe, dass da noch ein paar DLCs kommen, womit noch Sachen nachgeliefert werden. Vielleicht... Der ist so teuer nicht. Wir verkaufen mal unseren. Und kaufen uns einen neuen. Weil ich weiß sowieso nicht, wie wir jetzt da Tankinhalt hinschleppen sollen. Ich weiß auch nicht, ob das vorgesehen ist. Ich glaube, die haben einfach gedacht, dass man rechtzeitig tankt. Und ich habe sowieso Lust, noch einen Lindner zu zeigen. Der ist natürlich schon teuer. Aber wir machen das mal. Kaufen.
Steht der jetzt da vorne? Ist das jetzt unserer oder? Nee. Sieht aber schick aus. Okay, dann steht er jetzt vermutlich auf dem Hof. Mal gucken, ob wir den jetzt irgendwie aktivieren. Wir wollen jetzt den Dings aktivieren. Aha, das funktioniert also. Interessant. Jetzt haben wir zwei Traktoren. Ich weiß auch gar nicht, ob man Kredite aufnehmen kann und wie das sonst so aussieht. Keine Ahnung, weiß ich alles nicht. Ich habe, wie gesagt, nur das Tutorial gespielt und das auch nicht zu Ende, weil sich das ziemlich zog. Jetzt haben wir hier aber eine blöde Farbe, finde ich, oder? Naja, wir fahren mal jetzt nochmal Richtung Dorf. Wir können jetzt mal die andere Route fahren. Dann sind wir in der Folge zwar ein bisschen gefahren, aber ich möchte euch ja auch ein bisschen was von der Welt zeigen. Also von der Spielwelt, nicht von der richtigen Welt. Da gibt es andere Leute, die einem da was zeigen können. Wo ist die Haltelinie? Und wieso? Moment. Nach welcher Ampel richte ich mich jetzt? Nach der linken? Da ist jetzt rot. Ah, jetzt haben wir wieder grün. Was ist das denn? Die Ampeln scheinen wirklich ein kompliziertes Unterfangen zu sein. Hier funktioniert es, glaube ich. Hier aber nicht. Ja, das ist wohl ein Fehler. Naja. Die Farbe ist so hässlich. Grün. Wer fährt denn grün? Also in diesem Grün. Die sind ja irgendwie sonst. Also sonst sind ja fast alle Traktoren grün. Oder blau sind auch viele. Aber in so einem Grün ist keiner. Jedenfalls habe ich noch keinen in diesem Grün gesehen. Vielleicht gibt es welche, weiß ich nicht. Pestizide helfen dir, eventuell auftretende Plagen auf den Feldern einzudämmen. Okay. Wenn mal wieder eine Plage ausbricht, wissen wir, was zu tun ist. Ich finde das Spiel aber zum Entspannen ganz gut. Und entspannen brauche ich gerade sowieso. Also bin mir echt gespannt, wie die Fetzen fliegen werden oder ob es vielleicht auch Akzeptanz finden wird. Da bin ich echt gespannt. Dann holen wir unseren anderen Traktor irgendwann mal ab. Wir können mal gerade tanken, bevor uns der hier auch wieder leer geht. Das ging aber auch schnell, ne? So verbraucht man so viel mit einem Traktor? Ich weiß es nicht, aber sind wir wieder voll? Ja. Die guten Arax-Tankstellen. Nicht zu verwechseln mit Aral. Das hat nämlich ein blaues Logo. Das ist eine Mischung. Die Farbe ist von Esso und der Name von Aral. Also, so, ne? Können wir den jetzt irgendwie durch einen Schlauch ansaugen oder sowas und den hier noch befüllen? Das wäre vielleicht noch ein Feature, was man einbauen könnte. Jetzt wird es auch wieder ein bisschen heller. Das ist also unser. Wir können, das finde ich jetzt nicht so gut, weil wir können jetzt nicht mal mehr. Wir können jetzt nicht mal mehr unseren Gruber hier abmachen. Ja, kaufen wir uns jetzt auch noch einen Gruber. Ein bisschen Geld haben wir ja noch. Eine Bank wäre schon nichts Schlechtes, ne? Wo man nochmal so einen Kredit aufnehmen könnte. Vielleicht, was ist da hinten? Das weiß ich jetzt selbst nicht. Ich weiß nicht, waren wir da schon oder waren wir da nicht?
Das ist hier der Metzger. Nee. Da können wir noch eine richtig schöne Fleischwurst, da können wir da mal kaufen, ne? Mit Knobi. Richtig schöne Fleischwurst. In der Apotheke können wir leider nicht einkaufen, aber wenn sich mal jemand verletzt. Mensch, der Tank, der geht echt schnell leer. Der geht zu schnell leer. Ist jetzt schon wieder ein ganzer Tankstrich. Hier war ja, glaube ich. Ha! VES, Visual Imagination Software. Kleine Werbung. Das sind alles Händler. Na gut, dann müssen wir irgendwie mit dem Geld klarkommen. Das schaffen wir schon. Müssen wir einfach sparsam sein. Aber langsam habe ich so ein bisschen das Déjà-vu von der Musik. Wir könnten bestimmt auch mit so einem Tankwagen oder sowas dahin fahren und den dann wieder auffüllen. Aber ist mir jetzt zu kompliziert. Wir machen mal kurz den Händler auf. Transportanhänger Wasser, Gülle, Anhängerfliege. Ne, können wir nicht. Wir haben keinen Tankanhänger. Das sieht schon sehr, sehr nach Dings aus. Naja, wir brauchen einen Grubber. Hier. Boah, der ist teuer. Das ist jetzt vermutlich auch wieder auf dem Hof, ne? Hier, das will ich. Ja, oder wir setzen den hier einfach zurück. Ah ne, wir können den hier einfach zurücksetzen. So sieht's nämlich aus. Zack. Und dann setzen wir den hier auch noch zurück und aktivieren den wieder. Haben wir jetzt alles auf dem Hof und dann können wir uns überlegen, welchen Traktor wir nehmen und vor allen Dingen vielleicht bekommen wir es ja noch hin, mit dem einen zu tanken. Weiß ich nicht, aber wäre ja auf jeden Fall ganz wünschenswert. Okay, wie es weitergeht, das seht ihr dann in der nächsten Folge. Da werden wir dann grubbern. Das hätten wir eigentlich in dieser Folge schon machen sollen. Ich hoffe, das war jetzt kein Problem. Und genau, nach wie vor gilt, wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt oder sowas, gerne damit in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal, sage ich also tschüss.